So, ich komme. Jetzt bin ich bereit. Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Aber ich hab den anderen gleich gesagt, früher oder später flennt er sich am Grab seiner Alpen aus. Dale, der sieht gar nicht aus wie Dixon. Fresse halten! Natürlich ist er das. Warum sonst hat er das Gemüse dort abgelegt? Ich glaube, sie hat recht. Das ist er nicht. Klappe zu! Ich bin der Boss und ich weiß, wen ich vor mir habe. Warum fragst du ihn nicht einfach? Ich gebe hier die Befehle. Du da! Bist du Dixon? Ja oder nein? Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ja, sag's mir, wer euch geschickt hat. Erst sagst du mir, wer euch geschickt hat. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Raus mit der Sprache. Bist du Dixon? Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ach, wirklich? Und wie heißt du? Jax. Weißt du das? Der Name bedeutet Ärger. Lass uns abhauen. Nichts da. Wir bringen das jetzt zu Ende. Ohne mich. Ich bin raus. Bleib hier! Der verscheißert uns doch. Oh, langsam wird es mir zu bunt. Wenn ich deinen Kopf abliefere, werde ich wissen, ob es der richtige war. Ich mach's kurz. Tut garantiert nicht weh. Oh! Manche Leute lernen nie dazu. Ja, die war wenigstens in Ordnung. Die hat wenigstens gesagt und neue Stufe aufgestiegen. Ist klar. Das. Ich muss ja weg, ey. Also erstmal ja, das jetzt zu dem Grab hat das Weiße gut gepasst. Und weiter. Aber trotzdem finde ich das komisch, dass es hier so weiß ist überall. Naja, hab die eine Hälfte versoffen und den Rest wohl verloren. Ah, sehe ich auch so. Was quatschst du da? Man verliert seine Splitter doch nicht. Ist aber so. Bin aufgestanden wie immer, aber meine Splitter waren weg. Du wurdest bestohlen, du Idiot. Hättest mal besser nüchtern bleiben sollen. Und was mache ich jetzt? Ich steck mir eine an. Was du machst, ist mir egal. Na ja, klar. Schlechter Zeitpunkt. Ich hab grad keine Zeit. Ich wollte ihnen helfen und ich wollte ein paar Splitter in die Hand drücken, aber nö. Wenn das Spiel nehmen will. Grotte. Ab zur Grotte! Moinsen! Wirklich eindeutig hier bestimmt irgendwas nehmen. Also dass es so solche Ladeschwierigkeiten hat, das Spiel, das ist mir neu. Mit Texturen und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass ich das mal deinstallieren muss und mal neu aufsetzen muss. Weil ich habe das ja seit Tag 1 installiert und da sind ja mehrere Patches schon rausgekommen und so weiter und so fort. Manchmal ist es besser, mein Spiel runterzuhauen und wieder neu zu installieren. Wegen der Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war. Aber es hat sie glücklich gemacht.
Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich bin außerdem noch ein paar Kopfgeldjägern begegnet. Sie dachten, ich wäre du. Vielleicht hätte ich dich vorwarnen sollen, aber ich dachte mir, wenn ich dich schicke, passiert nichts. Du siehst mir ja nicht gerade ähnlich. Erzähl das dem Kerl, den ich beerdigen musste. Hör zu, Kumpel, ich weiß, dass ich dir viel zugemutet habe. War nicht meine Absicht, dass du in die Schusslinie gerätst. Aber wenn man ein gutes Blatt in der Hand hat, spielt man es aus und lässt es nicht liegen. Stimmt. Schon gut, kein Problem. Danke, auch im Namen meiner Familie. Hier, aus der persönlichen Reserve. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Boah. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Das glaube ich. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Komm doch zu uns in die Burg. Mein Freund. Manchmal muss man reden, manchmal schweigen. Och, ich hätte gerne bei uns in die Burg mitgenommen. Gut, da haben wir die nächste Quest erledigt. Also wirklich ohne Flachs, ne? Also, da tut mir ein bisschen leid, der gute Junge. Den Klopper kann ich ja jetzt schon benutzen. 74 brauche ich da und Konstitution 57. Okay. Schädigt das Schild. Den Trollschnitter wollte ich als nächstes, ne? Weil das macht am meisten Sinn. Ja, wir bräuchten auch mal größere, besseren Schutz wieder. Ja, das weiß ich. Die Armbrust, die macht aber 5 weniger Schaden als die, die wir jetzt gerade benutzen, oder was? Geschicklichkeit bräuchten wir hier. Wir können noch in Geschicklichkeit erstmal investieren. Ja, nee, das lassen wir uns erstmal noch offen. Nee, das also die 10 Punkte lassen wir uns erstmal noch ein bisschen offen. Okay, den Klosaur will ich jetzt nicht. So. Das hatten wir ja schon uns alles mal durchgelesen gehabt in den letzten paar Folgen. Brauche ich jetzt hier nochmal durchlesen. Flat testen, da ist mir vor, ja, eine besonders große Ehre zuteil werden lassen. Was auch immer es das bedeutet, ich sollte zu Flat gehen. Herausfinden, worum es eigentlich geht.
Okay, jetzt machen wir mal das hier. Hungriger Aasfresser. Ronny, komm mit. Wir müssen ein bisschen was erledigen. Beseitige die Aasfresser. Rohes Fleisch, rohes Fleisch. So, ein bisschen gruselig. Hier eine Puppe aufstellen. Achso, die haben die Viecher damit angelockt. Ah, okay, alles klar. Eine kleine Falle also. So, zu wem soll ich da jetzt hingehen? So, ich habe die hungrigen Aasfresser erledigt. Ja, das weiß ich noch, ja. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir sind hier noch völlig am Anfang von allen Geschichten. Auch wenn wir schon einiges geleistet haben und schon einige Stufen aufgestiegen sind, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch völlig am Anfang stehe. War schon die ganze Zeit auf der linken Seite von ihm? Kann sein, oder? Alles klar, der wechselt wieder. Das war doch eine Taste, ne? Da gab es doch eine Taste, da konnte ich immer auswählen, ob links, rechts, links, rechts. Ihr großen Klapper. Ja, wie gesagt, ich finde das irgendwie am nervigsten, dass man nie sagen kann, ich will fest, dass nur so ist. Zack. Entweder nur links oder nur rechts. Okay, das ist Viktor. Wir sind ja zu flat. Geh mir aus dem Licht. Welches Licht? Zu flat soll mir also... Warte mal, Vlad war doch der... in der Arena unten. Warte mal, da hatten wir ja die, das gemacht. Dann hat mir dieses komische Wesen was hier gemacht. Aber wie gesagt, hier stimmt gerade irgendwie absolut was mit dem grafischen Aufbau nicht mehr. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, das war doch nicht die ganze Zeit schon so extrem komisch. Hey, wo ist ein Vlad? Wie spät ist es?
Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Okay. Ich muss bald mit Venya sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Okay. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Hui. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Hm. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihren Nutzen angeht. Hm. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. Alles klar, mache ich. So gut wie erledigt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elexit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Ja, ob das so gut ist jetzt für mich, will ich auch nicht. Doch gerade bei Flat. Vinja war, glaube ich, die hier die Kreaturen dressiert, sag ich jetzt mal. Die sollte auch hier sein, aber die wird mir gerade nicht angezeigt. Wieso ist eigentlich immer so eine Arena immer mit so einem Gulli versehen? Ach, da ist er doch. Hä, wo kommt die denn jetzt her? Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten, ist eine Sache. Aber lebend gefangen nehmen, etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Hm. Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm. Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch, schieß los! Falsch, schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Hm. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Wegen der Kreaturenfänger. Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Na klar. Ja. Du bist kein Morkon. Und? Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Nö. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen.
Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Wer sind die anderen? Blutjunge Anfänger. Gut möglich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Deswegen übernehme ich sie. Du wirst mit Ilkas Trupp leichtes Spiel haben. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen. Muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. In welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Caracas. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Das stimmt. Und ich glaube, da bin ich ganz großer Meister da drin. Oder darin. Den verkehrten Kreaturen auf dem Schlips zu treten. Ich sag das mal, auch selbst das mit dem Mauszeiger, das verwirrt mich ein bisschen. So, auf der Karte. Ich hab eine Marke. Ja, auf der Karte markieren. Da hinten. Und das andere. Hä? Wie kann denn hier noch was weiter außerhalb sein? Ich sag, hier stimmt irgendwie so einiges nicht. Ein Waggon. Erwägen. Eine Uhr. Elixierbeutelchen. Was? Ich war doch gerade noch was. Irgendwas wurde mir gerade noch angezeigt. Golderz, Schrott, keine Löcher. Pirschen war gestern. Das ist auch nochmal so ein lilaner Strahl gen Himmel. Okay, da oben. Johnny, kannst du mir bitte helfen?
Okay. Das war interessant. Also. Okay, der war relativ easy. Aber immer wenn irgendwo was easy ist, ist irgendwo was ganz, ganz schwer. Wie zum Beispiel der da. Die haben aber auch einen übelsten Radius, wo die hier einen treffen. Vor allem, die brauchen nur sich beim Ausholen in deine Richtung verirren und du kriegst da sofort den Schaden. Die sollen sie fangen, aber. Errungenschaft freigeschalten, Kämpfer. Hä, hey, wieso denn oben rechts? Egal. Hier stimmt so einiges gerade, ne? Warum wurde mir das jetzt so oben rechts angezeigt? Oh oh. Hallo? Funktioniert das Ding? 1, 2, 3. Scheiß Klerikertechnik. Wir haben das Fleisch mit dem Mittel versehen, nur schlafen die Biester nicht ein. Im Gegenteil, irgendwie wirken sie unruhig. Ich sehe mir das mal an. Sieht nicht so aus, als ob Venyas Beruhigungsmittel funktioniert hat. Hm. Entweder das oder... Kleiner gelber Stein, Elixid, Schrott und eine beschädigte Stachelkeule. Titanbecher und gefälltes Geäst. Lagerfeuer, Elixidbeutel, dunkles Elixid, Plasmazelle, Holoprojektor. Naja, da müssen wir leider beim nächsten Mal der Guten sagen, dass ihr Stoßtrop leider hinüber ist. Und ich muss gleich das Spiel nochmal neu starten. Und das mache ich aber alles während einer kleinen Pause. Und für euch ist hier die Folge zu Ende. Bis zum nächsten Mal.